Hallo, liebe Aufrufer, die Lichtgeschwindigkeit von heute, Freitag, dem 9. Oktober mit der Nummer 2381 aus der Echtzeitlage und den Zeitungen, die ich ausgewählt habe, als wichtiges Thema heute als Überschrift Stamokap. Das ist der Blockparteienparlamentarismus in Deutschland, die sozusagen dem internationalen Kapitalismus in den Arsch kriechenden Parteien. Blockparteien, Staatsmonopolkapitalismus, haben die Asse vergeigt. Das ist für mich das Hauptthema, was uns in Deutschland betrifft. Atomgift erzeugen, aber kein Lager haben. Das ist für mich das Wichtigste. Dann habe ich heute die Süddeutsche Zeitung, das Neue Deutschland und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, um vielleicht hier mal die Themen, die hier geführt werden. In der Süddeutschen Zeitung ist heute: Merkel will Euro-Krisenländern helfen. Ja, das wissen wir schon. Das ist ja auch Selbsthilfe. Nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe, sondern Selbsthilfe für sich selbst, für uns selbst, unsere liebe Frau Merkel. Bis heute Morgen um 4 hat sie noch geredet in Brüssel, während Steinmeier sich auf das Duell eingestellt hat. Ich lache mich kaputt, das Duell. Und das ist nämlich auch erwähnt hier im Kommentar der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jasper von Altenbockum hier von heute, Freitag, dem 9. Oktober. Welches Duell, fragt er. Ja, ich frage mich auch, wieso überhaupt Duell? Und dann hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier darüber hinaus: handfester Streit zwischen Deutschland und Frankreich. Das ist also heute Nacht in Brüssel gewesen. Ich sage sofort, das ist völlig falsch bezeichnet. Es ist kein handfester Streit. Es ist auch nicht wirklich ein Streit. Es sind verschiedene Argumente, Verhandlungspositionen, aus denen dann das gemeinsame Ergebnis herauskommt. Und es ist völlig klar, dass der deutsche Finanzminister und die deutsche Regierung keine europäischen Staatsanleihen haben wollen, also die sogenannten Eurobonds, sondern es soll weiterhin bei den jeweiligen nationalen Staatsanleihen bleiben können, sodass auch die jeweils national zugeordnete Volkswirtschaft ihre eigene Bonität, Kreditwürdigkeit, günstige Zinsen und so weiter erarbeiten kann und nicht alle ins große Netz springen und fragen sich, wer hält das Netz eigentlich fest. Also hier läuft es aber auf Bankenaufsicht hinaus, und das hatte Frau Merkel erst auf mittlere Sicht nach gründlicher Erörterung vor, und das möchte der Hollande aus Frankreich schneller haben, und nun haben sie zumindest einen Zeitplan gemacht. Das ist doch kein handfester Streit, sondern das ist etwas auf dem Weg nach der europäischen Vereinheitlichung der Finanzpolitik ja notwendigerweise liegendes. Also insofern ist das kein Streit, sondern es ist eine Vereinbarung, die sehr nützlich ist. Dann steht hier darüber hinaus auf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute: streitbarer Auftritt im NSU-Untersuchungsausschuss, streitbarer Ausschuss. Da hat angeblich die im Ausschuss fragestellenden Vertreter verlangt, von den vor dem Ausschuss aussagenden Verfassungsschützern irgendwelche konkreteren Angaben und so weiter verlangt, und dann haben die Verfassungsschützer quasi die Anhörung abgebrochen, haben gesagt, sie lassen sich nicht weiter befragen, und ja, der Verfassungsschutz ist im Grunde genommen im Graubereich, das muss man wissen, und wie weit die Parlamentarier, die dafür im Grunde genommen den Kopf hinhalten, informiert werden und wie weit sie das in einem öffentlichen Ausschuss machen und so, also dazu habe ich eigentlich keine konkrete Meinung. Ich bin der Meinung, dass die gewählte politische Führung die Verantwortung hat für den Salat, der hergestellt wird. Und da muss Verantwortung mit Kontrolle und Steuerung verbunden sein. Und nun kann mir keiner erzählen, dass man einen Verfassungsschutz oder einen Bundesnachrichtendienst und was weiß ich, was es alles gibt in Deutschland, dass man das nicht führen könnte von der Regierung her. Auch im Föderalismus, dass die jeweiligen Innenminister, also die Polizeiminister, außerstande wären, die V-Leute zu führen oder die Hierarchie der Entscheidungen und so weiter zu kontrollieren. Das ist deren Aufgabe. Wie sie das machen sollen, sich selbst überlegen. Aber hier sieht man also, dass da offensichtlich der Schwanz mit dem Hund zu wackeln versucht. So, also dann bin ich beim Neuen Deutschland. Steinbrücks Doppelspiel. Hier wird also wieder von einem sogenannten Duell geredet. Das finde ich einfach lachhaft. Es gibt kein Duell, es gibt auch keinen Romney und keinen Obama in Deutschland, sondern hier ist die Kanzlerin. Unsere Koalition aus CDU,
CSU und FDP in der Bundesregierung, die müssen die Europapolitik, die Schuldenkrise, die Finanzpolitik machen, soweit es Angelegenheit der Politik ist. Man darf ja auch nicht davon ausgehen, dass der Wirtschaftsminister die Wirtschaft ist. Ja, die bundesdeutsche Verfassung ist so, dass die Regierung und die Parlamente Rahmenbedingungen, Mindestausstattung und so weiter, Rechtsstaatlichkeit herstellen und gewährleisten. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen sind natürlich die Ideen und die inspirierten Genies gefragt. Ja, der Wirtschaft, der Unternehmungen, von mir aus auch der Finanzen. Aber sie müssen auch sich als Genies erfolgreich am Markt zeigen. Und ansonsten sollen sie sich anstrengen. Also was hier das Doppelspiel von Steinbrück sein soll. Und dann ist hier Streiks gegen Verelendung. Das ist in Griechenland auf der Straße. Schlimm genug für die Leute, denen es ans Eingemachte geht, aber es muss ja eine Politisierung der Griechen herbeigeführt werden. Sie müssen schon sich als eine Staatsgemeinschaft, als eine Gesellschaft verstehen und dann müssen sie ihre Normen aufstellen. Es kann nicht einfach sein, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, 47 Milliarden Euro Bringschulden, Steuerschulden der griechischen Reichen vorhanden sind. Die werden gar nicht bestritten, aber es gibt keine kameralistische, fiskalpolitische Organisation, keine Verwaltung, keine Technik, das Geld einzutreiben. Das ist Angelegenheit derjenigen, die hier auf der Straße ihr Elend ausdrücken. Und das muss einfach weitergeführt werden. Ja, dann steht hier beim Neuen Deutschland heute Asse, Fehler von Anfang an. Und das ist das Thema jetzt meines Beitrages, nämlich auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird das überhaupt nicht erwähnt. Es muss mal klar gesagt werden. Deutschland produziert Atommüll, Weltvergiftung, Halbwertzeiten des Abbaus des vergifteten Mülls auf ewig. Ja, wenn ich von 25.000 Jahren Halbwertzeit, das heißt Abbau der radioaktiven Strahlungspotenziale um die Hälfte, gar nicht auszudenken, wann so eine Strahlung mal wirklich ungefährlich und weg ist. Dass diese Art, so etwas ins Eismeer zu schmeißen, wie das die Russen gemacht haben und die Sowjetunion, nicht die Lösung ist, das wissen wir doch alle. Das heißt, wir haben mit der Asse einen Salzstock bei Wolfenbüttel einfach benutzt, ohne sicher zu sein, dass das eine Lagermöglichkeit ist. Dieses Gerümpel wird jetzt von allen festgestellt, kann nicht das Endlager sein. Wir haben alle das Problem und jetzt ist das Schwarze-Peter-Spiel wieder im Gang. Die Bundesregierung muss also eine Gesamtlösung finden. Die einzelnen Länder aber haben eigene Umweltpolitik und keiner will den Dreck haben und so weiter. Das ist also für mich das Thema. Und da möchte ich mal hier sagen, jetzt beim Neuen Deutschland, das werde ich nochmal extra behandeln, Soziologie heute hier oben. Drei Antworten auf eine alte Frage, wozu braucht es Gesellschaftsforschung? Also ich bin Soziologe und die Soziologie gibt es nicht, damit ich Soziologe bin, aber die Soziologie gibt es, solange Menschen an einem Ort leben und an allen Orten handeln. Dann müssen sie schon irgendwie erkennen können, wie kommt das gemeinsame Handeln, an dem man mit der eigenen Sinnlichkeit mit den Händen nicht hinfassen kann und mit den Augen nicht hingucken kann. Wie kann sozusagen der Mensch mit dem Menschen rechnen? Was ist zu erwarten? Wie viel Risiko? Wie viel Bevormundung? Wie viel Steuerung? Wie viel Kontrolle? Alles das von der Vernichtung jeglichen Impulses in der DDR-Gesellschaft, wo die Leute nur noch mit Impulsen gearbeitet haben. Alles das ist Angelegenheit der Soziologie und insofern die Frage zum Beispiel Transparenz. Schafft Transparenz Vertrauen? Ja? Schafft Atommüll Vertrauen? Schafft Soziologie Vertrauen? Das ist doch gar nicht die Frage. Hier geht es zunächst mal, ist Transparenz für die Funktion der Einlösung der gesellschaftlichen Werte nötig, wie viel Transparenz, wie viel Intransparenz, wie viel Kavaliersdelikte, wie viel Bescheißerei ist alltäglich zu akzeptieren und so weiter. Die Moralpolizei hinterher, die Schmerzbefreiten voran. Dieses ist die Frage und das ist im Wesentlichen Angelegenheit der Soziologie, denn keine andere Wissenschaft kann diese Fragen und diese Methoden überhaupt anwenden. Also hier habe ich jetzt auf Seite 6 des Neuen Deutschland heute zum Thema Asse. Die Asse ist tot, Gorleben lebt, Untersuchungsausschuss in Niedersachsen beendet Arbeit. Die Asse-Untersuchungs-
des Niedersächsischen Landtags ist gestern das letzte Mal zusammengekommen. 3,5 Jahre hat das Gremium versucht, die Pannen rund um das marode Atommülllager aufzuklären. Und das Ergebnis ist, es muss ausgeräumt werden. Schluss damit, Asse geht nicht und eine neue Lösung ist nicht da. Das ist also eine wirklich dringende Aufgabe der Verantwortlichen, der gewählten Politiker. Und darauf warten wir, hier, dass Ideen und Aktivitäten in die Richtung gehen. So, dann habe ich nochmal hier eine Überschrift auf der Süddeutschen Zeitung vorne. China, Wirtschaft schwächelt. Das muss man sich auch auf der Zunge vergehen lassen. China hat nicht wie in den letzten Jahren 10% Wachstumsraten der Wirtschaft. Das heißt, es wird mehr verkauft, es wird mehr Gewinn gemacht, es wird mehr konsumiert und so weiter. Sondern nur 7, und das läuft dann schon unter dem Stichwort Chinas Wirtschaft schwächelt. 7% Wachstum, das hätte jede normale Volkswirtschaft in dieser Welt gerne. Und das Armutsrisiko für Rentner steigt deutlich. Das ist aus dem Wahlprogramm der Linkspartei hier bei der Süddeutschen Zeitung, nämlich Mindestrente. Darauf müssen wir uns einschießen, das ist wichtig. Denn das Prinzip der Rente heißt ja nicht, man bezahlt ein Backschisch an Leute, die arm sind, sondern Rente heißt, es ist gespart worden. Ja? Der Zahlende hat gespart und nun im Rentenalter nimmt er von dem Gesparten die Rente. Was die gemacht haben, ist ja was anderes. Die haben im Grunde genommen das Angesparte verpulvert und jetzt wissen sie nicht mehr, wie sie die Rente zahlen sollen. Und das ist Staatskriminalität äußerster Höhe aus meiner Sicht. Und ich habe hier nochmal zum Thema Asse in der Süddeutschen Zeitung. Opposition zögert bei Endlagersuche, hier in der Süddeutschen Zeitung auf Seite 5. Ich gehe hier mal kurz rein. Und es gibt auch einen Kommentar auf Seite 4. Das Gesprächsangebot von Bundesumweltminister Peter Altmaier, CDU, für eine neue Endlagersuche stößt bei der Opposition auf verhaltene Resonanz. Also das ist das, was ich mit Stamokap meine. Die sind alle im Boot, ob SPD, ob CDU, ob FDP. Alle sind sie für den Müll und den Dreck verantwortlich. Alle verschaukeln den Atomausstieg. Und sie alle bringen die Energiewende nicht auf den Punkt, auf den sie gebracht werden muss. Nämlich, es muss dezentral gedacht werden. Es muss in den Kommunen Blockkraftwerke, gemeinsame, eigene, autarke Energieversorgung gemacht werden. Sie sollen mal nach München gehen, Christian Ude fragen, wie die Stadt München sich ihre eigene Energieversorgung vorstellt und nicht Backbones und große Leitungen und Netzwerke von diesen Netzwerken man dann wieder monopolistisch abhängig ist. Das ist keine Energiewende, was jetzt erzählt wird, dass die Kosten der Umrüstung für die großen Leitungen nicht bezahlt werden können, weshalb die Kilowattstunde teurer würde. Energiewende heißt wirklich eine andere Art der Energieherstellung und der Energieversorgung. Davon wird viel zu wenig geredet. Also, ein Entwurf, den Altmaier tags zuvor verschickt hatte, bezeichnete er als nicht einigungsfähig. Gabriel von der SPD. So, damit gerät Altmaiers Zeitplan ins Wanken. In einem Schreiben an die Ministerpräsidenten der Länder und die Spitzen von Parteien und Fraktionen hatte er zu Gesprächen noch bis Ende Oktober aufgerufen. Das ist der Staatsmonopolkapitalismus der Blockparteien. Das wird nicht funktionieren, sagte dagegen Gabriel, also aus der Blockpartei SPD. Altmaier habe zu viel Zeit verschenkt. Also nun kann man dem Altmaier für die ganze Misere nicht die Verantwortung zuschieben. Der ist jetzt Minister seit einigen Monaten erst. Naja, jedenfalls ist das Angelegenheit der Giftmüll produzierenden Altparteien, Blockparteien. Auch hegen sie Misstrauen gegen das neu zu schaffende Bundesamt für kerntechnische Sicherheit und das ihm unterstellte Institut für Standortauswahl. Sie würden zum Dreh- und Angelpunkt der Suche. Die Gespräche scheitern, sieht zumindest Niedersachsen auch Alternativen. Die Bundesregierung, so schlägt Umweltminister Birkner vor, den ich letzte Woche in Grunde vorgestellt habe, könne das Gesetz dann als eigenen Entwurf einbringen. Das ist ein Bericht von Michael Bauchmüller in der Süddeutschen Zeitung heute. Und dann ist hier ein Meinungskommentar auf Seite 4. Michael Bauchmüller, ebenfalls kollektiver Atommüll. Kollektiv, das ist hier die Blockparteienansammlung. Ja, Müll mögen die Deutschen nicht. Er verschandelt, die Landschaft stinkt, lässt Eimer überquellen. Deshalb gibt es im Deutschen ein weltweit einmaliges Wort, die Entsorgung, die Sorge, Müll, sie wird gelöst mit aufwendigen Logistikketten in riesigen Öfen. Stamokap vergeigt die Asse, das ist hier mein Stichwort.
Nur die größte deutsche Umweltsorge, die will nicht verschwinden, der Atommüll. In den 70er Jahren bestimmten Union und SPD dafür mit dem Finger auf der Landkarte einen Ort im äußersten Zonenrandgebiet Gorleben, der schien schön weit weg. Doch dann erwachte das verschlafene Wendland. In den 90er Jahren liebäugelte der damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder mit Inseln im Südpazifik statt Salzstöcken daheim. Der globale Atommüll. An diesen Fragen entscheidet sich, ob Bürger Vertrauen in die Offenheit und Unvoreingenommenheit der neuen Suche haben, ob sich mithin eines der letzten verbliebenen Schlachtfelder der Atomdebatte befrieden lässt. Keine dieser Fragen ist unlösbar. Gespräche dazu gab es schon zur Genüge, nur setzt das auf allen Seiten echten Willen zum Erfolg voraus, wenn es ihn denn noch gibt. Allerdings müssen sich auch alle klar machen, was im Falle des Scheiterns geschieht. Dann bleibt Gorleben mit seiner ganz verquasten Vorgeschichte und allen Zweifeln der Favorit für den deutschen Atommüll. Ein Projekt, das vor deutschen Gerichten kaum eine Chance haben wird, das auch im offenen Vergleich mit Alternativen keine Legitimität gewinnen konnte. Im Ergebnis verzichtet eine ganze Generation darauf, ihren Müll wegzuräumen und die nächste fühlt sich nicht mehr dafür zuständig. Ja, Michael Bauch-Müller sagt es hier treffend, es ist unglaublich, es ist eine sonst kaum vergleichbare Schweinerei und wir wählen diese Leute. Das heißt, der Wähler, die deutschen Konsumenten sind verantwortlich, solange sie in den elektrischen Strom gemischten Atomstrom kaufen. Solange das nicht unterscheidbar ist, was aus der Leitung kommt, ja, gut. Also, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat die Asse gleich verschwiegen heute. Das sind die Stamokap-Medien, das ist die Demokratie in Deutschland, die ist ja auf Information und freie Meinungsbildung gestützt. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in den Verdacht gerät, dass man staatsfeindliche Umtriebe hat, wenn man sowas überhaupt kritisiert. Gut, aber als freie Demokraten, bei den Piraten haben wir ja eine vernünftige Position im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2013 der Piratenpartei, die heißt, klar machen zum Ändern. Ja, das wäre schön.